Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void 2 gegen 2 mit dem Zahlrock. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe mich dazu entschieden, in dieser Folge so zu reden. So heißt ja auch die Sendung. Nein, Quatsch. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Wenn man hier 800 Folgen nacheinander aufgenommen hat, also nicht nacheinander, aber generell, 2 gegen 2, muss man auch irgendwie Abwechslung reinbringen, ja? Könnte natürlich auch mit einer Mandoline anfangen, aber die habe ich nicht. Eine Mundharmonika! Die habe ich bestimmt irgendwo. Aber das ist dann, die wurde ja dann seit Jahrzehnten nicht genutzt. Und du da jetzt den ganzen Sabba aus reinlulst. In so eine Mundharmonika, die da seit Jahrzehnten rumliegt. Das glaube ich nicht so. In Corona-Zeiten auch noch. Ja gut, Moment, vor 10 Jahren konnte ich ja schlecht Corona haben, oder? Moment, vielleicht sind da Antikörper drin. Die haben sich gebildet durch diese Feuchtigkeit in dieser Tropfsteinhöhle. Naja, feucht sollte es ja eigentlich nicht mehr sein nach Jahrzehnten. Kommt immer aufs Klima an. Ja, wir wohnen jetzt nicht im tropischen Regenwald. Ja, das ist für einige überraschend, aber Ostfriesland ist jetzt auch nicht dafür bekannt, besonders feucht zu sein schon. Aber ansonsten die klimatischen Bedingungen, bis auf dass es ständig regnet, doch eigentlich relativ mehr normal. So, mehr so England. Ja, passt ungefähr. Tee muss man auch die ganze Zeit trinken, passt also. Bist du Teetrinker? Nein, aber in Ostfriesland trinkt man Tee. Also, Gruppenzwang, oder was? Ich trinke keinen Tee, ich trinke auch keinen Kaffee. Aber das heißt ja, also was meine Aussage bezieht sich halt auf die Mehrheit aller Ostfriesen. Da trinkt man Tee um 4 Uhr. Wir haben 10 Ostfriesen gefragt. Keiner hat uns verstanden. Jetzt sind die Gegner, hab ich schon wieder vergessen. Weiß ich auch nicht. Das sind Terraner. Manche sind Terraner. Da wo behauptet du. Mein Rücken juckt. So. Ich bin haben wieder ein bisschen interessant, erzählt, dass, ne? Haben wir euch schon erzählt, dass der Nergorix jetzt dann ins Berufsleben einsteigt? Also für ein paar Wochen? Oh. Ja, das ist, haben wir schon erzählt, glaube ich. Okay. Man kann es nicht oft genug sagen. Dann gehört Nergorix ja auch mal zum Volk der harten Arbeiter. Nie mehr nur hier. Ja, wenn ihr diese Folge seht, sollte es schon soweit sein. Ja, nicht mehr nur hier Geld durch so komische Sachen wie Streaming machen. Nee, hey, aber arbeiten. Streaming habe ich ja schon seit Monaten nicht mehr gemacht. So. Und in der Zeit, wo ich bei Daimler bin, wird das wahrscheinlich auch nichts anderes werden. Also von daher. Also du bist in dieser Folge dafür zuständig, was Solides zu haben, ne? Nur, dass ja, du das ja nochmal weißt. Ja, ja, ist überhaupt kein Problem. Also, Ehre den Dalai Lama. Das bringt halt überhaupt nichts für die, aber für mein Follow-up. La 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 la. Ich hab Schmied. Herzlichen Glückwunsch, da kommen Einheiten. Marauder Push. Na, das ist gar nicht so schlecht, was ich dann habe, würde ich behaupten. Was hast du denn? Mars Oracle. Ist ein Charge? Moment. Ja, du kannst Safe Damage machen, ohne was zu kassieren, Nergorix. Ich hab gleich auch plus 1 Air-Attacks, ne? Okay, dann bringt ja, aber meine Warp-Gate jetzt geskippt, ne? Ja, moin! Ja, moin! Ich warte hier, bis meine Restlinie da sind. Und das dürfte jetzt aber genug sein, um dazu die Situation zu bereinigen.
Er bereinigt die Spielsituation und schnappt sich das Spielgerät. Kommt noch ein Marauder. Kriegen wir denn? Kannst du bestimmt, ich glaube an dich. Ich bin halt schon nicht mehr da, aber... Aber gut, dass du deine Dinger gebaut hast, deine Oracles. Genau, die haben uns nämlich sehr geholfen. Die waren ein sehr wichtiges Mitglied dieser Gruppe. Ich bin Supply Block. Macht nichts. Ich habe halt kein Warp Gate, ne? Ich habe eine Widowmine gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe. Ich habe eine Widowmine gefunden. Da ist irgendwo noch eine Widowmine, ich hab's gerade gehört. Ich gehe nie nach vorne. Liberatoren. Und keine Echse vor allen Dingen. Das ist nicht so gut, dass ich meine dritte Base gerade nehme. Aber ich hätte richtig gehört, dass ein Liberateur irgendwo im Feld ist. Ja. Das ist korrekt. Nein, Fehler wurden begangen. Nur kurz etwas versuchen, gegen den ankommenden Liberateur zu unternehmen. In der Luft schießen kann ich jetzt eher noch nicht. So, ja, ich habe aber schon den ersten Voidray, ja. Und gleich 1-1er Air Attacks. Ich habe allerdings immer noch kein Warp Gate. Der Ray, der gute alte Raygorix. Massiv Supply Block. Achtung, das sind sehr viele im ja. Genau. Oh ja, bestimmt nicht da, wo ich langfliege, ja? Ja, in der Mitte der Map ist, Ja, würde ich ja nie langfliegen, warum ich in der Mitte der Map fliege? Also, ich bin da lang gelaufen. Ja, warum überrascht mich das? War für mich der kürzeste und einfachste Weg. Aber der einfachste Weg ist nicht immer der beste Weg, Zarok. Lass dir das gesagt sein. Selbst Konfuzius sagte das schon. Und auch Kapuzius? Der weise Xavier Naidoo sagte, dieser Weg wird kein leichter sein. Nee, ja, genau. Stark, ne? Wobei, so weise ist er nicht. Eher im Gegenteil. Wir werden Rache. Ich baue dann eher die dicken Linge. Ja, ich habe nämlich gerade ungefähr die Hälfte meiner Armee in der Widowmine verloren. Vorhin, als ich da wagemutig nach vorne nehmen. Als ich da wagemutig nach vorne gesprintet bin. Das jetzt doch zu dumm, kurz. Das habe ich nicht verstanden. Ich benötige mehr Vespingas. Deshalb habe ich hier ja auch Gasgasierer gebaut. Die möchte ich jetzt bemannen. Nein, stop it. Cupid? Dann macht halt weiter. Total nervig, wenn man seine eigene Cannon töten will, weil man die falsch gebaut hat und dann die Shield Battery sagt, ey, wäre das nicht voll geil, wenn ich die gegenheile? Also, weil ich mich jetzt als Frage stelle, warum baut man das überhaupt falsch? Das ist hier Frage Nummer 1. Das darfst du dich sicherlich nicht fragen, ja? Ich hab das schon leer. Na sicher? Nein, Stockhöre. Überraschend. Gegen Stockhör ist nichts zu schwör, sag ich immer. Aber ich hab diesmal mal Detection dabei. Hast du mir was voraus? Weil mein Oracle ist ja gestorben. Brauchst du Minerals oder hast du Gas? Nein, nein. Ich habe beides im Übermaß, aber ich bestücke gerade... Ja, Gas brauche ich, das Stück stimmt. Nee, nicht brauchst du, ich möchte Gas. Oh. Dann kann ich damit leider nicht dienen. Ich möchte diese Couch auch nicht kaufen. Guck dir diesen Creep-Spread an, dieser Ruck, der ist einfach ein Teufelskerl. Werd doch jetzt mal fertig, ich will tun. Was spielt der denn jetzt eigentlich so? Wir haben eigentlich noch so gar keine Ahnung. Ja, macht aber nichts. Ich spiele so einen Schwachsinn. Selbst wenn ich Ahnung hätte, würde das nichts ändern. Also er hat mal Stalker gehabt, gerade eben. Ja, das ist die Information, die ich auch habe. Aber sonst... So
soll es Prisma geben. Alter, sind die schnell. Volle System-Phasenkristalle. Ja. Meine Wolzerie ist hier. Guck dir das mal an. Miau. Müsste ja nichts zauber als Formel 1-Wagen wieder einspielen. Miau. Ich sollte nicht mehr Worker bauen. 79 ist für die eine gute Anzahl. Das sind zu viel. Ja, aber ich will ja vielleicht auch noch ein, zwei Gebäude bauen. Du hast den Gag nicht verstanden, Cyborg. Prisma-Kern online. Ja, mach dann fertig. Geh bitte bei. Also drei zusammen. Da ist noch ein Creep-Tumor, der nicht gecreep-tumort wurde. Und weg. Aber wir können einmal kurz das mitnehmen hier. Und weg. Ja, hat's gestimmt, ne? Niedlich. Wie der Nergerick schon stimmt wieder die nochmal. Da hat er wieder gestimmt. Niedlich. Nergerick hat wieder hier den Spaß seines Lebens. Stimmt doch nochmal, mein Freund. Oh, da hat er wieder gestimmt. Oh, was stimmt er da gerade massiv, oder? Naja, er hat noch genug Medivacs, um das gegenzuheilen, aber... Bündelt das Licht Ayurs. Wenn du den ablenkst, bin ich im Creep fast vorne. Wird ausgeführt. Energie bei 100%. Volle Systemleistung. So soll es geschehen, Prisma-Kern online. Du hast ja die Lufthoheit hier am Feld, ne? Nicht das richtig? Wurdest gerade von der Würdomein getriggert? Ja, Lufthoheit schon, wobei Stalkers halt irgendwo sind, ne? Ja. Ich glaube, die kriegen Griff. Er kommt. Push gegen mit Kolossen und Stalkers. Da kommt der Gorix zur Hilfe! Mein Ultra-Upgrade ist leider noch nicht so ganz durch. Jetzt ist das Ultra-Upgrade durch. Ja, dann töte dich doch mal. War das die ganze Armee des Gegners oder kommt da noch was? Ja, das eins. Der andere ist noch irgendwo, aber. Seien wir mal ehrlich. Also, du bist der Meinung, wir haben gewonnen. Hast du vielleicht mal hier irgendwo was bauen? Das ist ja frech. Habe ich hier vielleicht noch? Ja, ich könnte mal die Gasgasiere einer Gold auch nehmen. Brauchst du Minerals? Nö. Das letzte Air-Upgrade. Eigentlich muss ich noch ein bisschen mehr Wolzeries bauen, aber ich habe zu wenig Stargates eigentlich. It's a Stargate, Stargate, gonna get down on Stargate. Wie du wein. Ich glaube, wieder meins, wenn ich die, die Ultras habe, dürfen die wieder meins jetzt nicht mehr so sehr stören. So. Wird ausgeführt. Kalibriere Linsen. Undercore Herak. Ich bin gemaxed. Wir werden Rache üben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön. Wo ist denn die Queen hier hin? Volle Systemleistung. Ja, die ist halt verloren. Warum habe ich eigentlich eine Base beim Gegner genommen? Das habe ich mich auch schon gefragt, ich habe das aber nicht kommentiert. Stimmt doch nochmal, mein Freundchen. Ach nö, ich muss irgendwas kaputt machen von dir da vorne, ein Gateway. Ich muss Gateway kaputt machen. Ja, mach mal ruhig. Die Gateways sind eh egal. Kommt mein Uli, sonst kommt Uli da nicht durch. Ja, passt ja zu ihm. Oh, er hat ein Tor. Das ist unfair. Er steht im Tor, im Tor, im Tor. Und du dahinter. Dahinter, dahinter. Hit me, baby, one more time. Wo sind meine ganzen Queens hin? Sind die alle weggelaufen? Was ist eigentlich mein Mama-Ship? Mann! Monsieur Gorix! Nicht ein Mama-Ship gebaut? Mama-Ship? Gar nicht. Irgendwo sind hier noch Widowmines, ne? Du musst aufpassen. Volle System.
Ich habe schon ein paar getriggert, aber die werden ja nicht mehr aufgedeckt. Der fliegt hier gerade eine neue Base. Ich lock den mal hier hin, dann kannst du in der Mitte angreifen. Und ich habe kein Dings mehr. Warte. Immortals! Es ist unschön. Ich hatte keinen Prismatic Alignment, das war unfair. Ja, Marines, ich würde fast behaupten, Marines sind ziemlich egal. Das reicht nicht, Jung. Das sind zu wenig Stockards. Er versucht weg nochmal gegen die Ulis. Das hat nicht funktioniert. GG. Das war in meiner Sicht irgendwie ereignisarm, das Spiel. Aber mir war gut was los. Oh, ganz riesig, nicht? Stimmt doch nochmal. Wäre das gut gewesen, wenn du da jetzt richtig einer auf den Finger gekriegt hättest. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts zu dieser Folge klicken und das ist auch ein Kommentar. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.